Willkommen zu FN24 Audi Karriere. Wir sind heute im königlichen Park von Monza. Mich freut es extrem, dass ihr eingeschaltet habt. Und falls ihr noch auf dem Kanal seid, würde ich mich gerne über ein kostenloses Abo freuen. Aber macht doch gerne das Däumchen oben weg. Wir starten hier direkt natürlich mit der Strecke an sich. Monza, geschichtsträchtig. Seit 1950 haben wir hier diesen Temple of Speed tatsächlich im Kalender. Und da haben wir auch die alte Bahn, 5,7 Kilometer. 2 DRS-Zones und an sich eine saugeile Strecke mit wenig Kurven und vielen Abtrieb. 11 Kurven, Parabolika natürlich, und die geilste Kurve an sich. Wir gehen mal direkt rein in die Qualifying-Runde und ich würde mal sagen, schaut doch gerne auf Insta und auf TikTok vorbei. Let's go. Wir sind hier am Start und Ziel, kommen hier eigentlich schon vor allen zu unseren Schuss, würde ich fast sagen, dass hier Turn 1 nur nicht zu spät den Anker werfen. Viel Schwung habe ich hier mitgenommen. Und beim Rausbeschleunigen natürlich der Exit verdammt wichtig. Generell, hier ist viel Traktion, viel Schwung sehr, sehr wichtig. TSC-Mittel, Selbstschalten, Selbstbremsen. KI auf 99, da gibt es einen Mini-Slipstream von Lance Stroll mit. Und wir holen hier eine persönliche Bestzeit, die aber allerdings immer noch langsamer ist als jene von Theo Pourchaire auf dem 11. Auf dem, was ist das, 16. Platz. Da mussten wir leicht die Kurve karten, gab aber auch keine Verwarnung, weil ich mit einem Reifen immer auf der Strecke war und kostete auch ein bisschen Zeit. Hier haben wir dann Lando Norris, der uns hier noch ein bisschen Windschatten gönnt. Wir haben hier 7 Zehntel tatsächlich schon bereits im Delta. Und es geht hier Richtung Anfahrt Ascari unter der alten Strecke durch. Nur nicht zu spät bremsen, zu früh anlenken. Lenkung ganz gut, hier sanft und beim Rausbeschleunigen die ganze Strecke ausgenutzt. Trotzdem ein bisschen Zeit verloren, da zählt es aber ordentlich schnell runter. Das ERS ist natürlich auch eine Riesensache hier. Jetzt nur nicht die Parabolika verkacken, wir haben schon 2 Zehntel verloren. Guter Eingang in Parabolika, ganze Strecke hier ausgenutzt, nicht neben der Strecke. Und wir nehmen die 6 Zehntel mit, mal gucken, wo wir starten werden. Und ab zur Startaufstellung. Oder so. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Dank einer überragenden Fahrt im gestrigen Qualifying startet Charles Leclerc von der Pole. Und Lando Norris steht daneben. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Sainz. Albon, Verstappen, Perez, Gasly, Russell, Sargent, Ocon, Hamilton, Bottas, Stroll, Joe, Ricardo, Tsunoda, der Professor, Daruvala, Theo Pourchaire, Fernando Alonso, Hülkenberg und Oscar Piastri. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. Hier sind wir also nun im Grid und es hat ja tatsächlich nicht für ganz vorne gereicht, ja nicht mal für einen ansatzweise brauchbaren Platz. Das ist sehr weit hinten und da müssen wir jetzt auch leider die Strategie anpassen, denn es wird nicht so einfach werden. Überholen ist hier zwar kein Problem, aber ja, mal abwarten. Ich weiß, dass wir eine Rakete haben auf der Geraden. Aber ob das auch im Rennen drin so ist, P17 geht es ja los. Und ich würde sagen, lights out und let's go hier im königlichen Park. Wir sind hier, naja, mittelmäßig weggekommen. Jeder mit dem gelben Reifen. Jo, da kommt Daruvala mal ordentlich scharf hier an uns vorbei. Und wir müssen hier ja, ein bisschen vom Gas runter. Jetzt haben wir die Lücke hier. Gehen ganz spät rein und ordnen uns hinter den beiden Kicks sauber ein. Ich bleibe hier eigentlich sehr fair, ganz außen. Aber natürlich ist Monza Turn 1 immer eine enge Angelegenheit. Gerade zu dritt kannst du da eigentlich kaum reinkommen. Wir saugen uns hier langsam an Valtteri Bottas dran und die Kicksauber sind überraschend weit vorne. Da gehen wir jetzt an Bottas vorbei mit viel Selbstvertrauen. Bremsen wir uns hier jetzt an den 13. Platz. Ich bin zufrieden mit der Startphase. 4 Plätze konnten wir aufholen innerhalb von nur wenigen Kurven. Die Pace scheint auf jeden Fall im Rennen da zu sein. Also nicht so wie im Qualifying. Natürlich, du machst einen kleinen Fehler wie in Ascari und es ist eine riesen Auswirkung, weil die Strecke halt sehr kurz ist oder halt auch sehr schnell ist und jeder Fehler kann hier viel Zeit kosten. Deswegen waren da auch die ersten 3 innerhalb von 1/10 und dieser Fehler sollte mir nicht nochmal passieren. Ich bleib da auf dem Körb hängen, da wollte ich gar nicht so weit drauf fahren, aber ich bleib da hängen tatsächlich und da rutsche ich auch drüber. Jetzt probiert Bottas auf der Innenseite, da lassen wir tatsächlich verhungern, würde ich fast sagen. Und wir müssen auf jeden Fall bis zur nächsten Runde an Guan Yu Zhou dranbleiben. Aber guck dich jetzt mal an, unser Windschatten-Effekt, aber vor allem auch
unsere Pace auf der Geraden. Wir haben hier schon einen Zehntel aufgeholt und das, obwohl es nicht mal DRS gibt und auch das ES war abgedreht. Wir gehen hier jetzt easy going an Guan Yu Zhou vorbei, machen ganz, ganz behutsam die Tür zu und bleiben jetzt hier auf P12. Blicken wir noch einmal auf die Start-Replay. Die war tatsächlich interessant und warum der Williams so weit vorne ist und warum es die Pole für den Aston Martin von, das schaut so falsch aus, roter Helm bei Charles Leclerc und das im Aston Martin. Also warum die das so stark sind, ich habe keine Ahnung. Wir gehen hier wirklich ganz behutsam rein, ich schneide den Körper, bleib ganz außen. Aber irgendwann muss ich halt dann auch reinlenken und dann kommt es zu einer Minimalberührung. Aber ich glaube, die war noch sehr fair. Warum ist der McLaren auf dem letzten Platz? Das ist auch eine sehr interessante Frage hier, glaube ich. Also das ist mal eine Riesenüberraschung, dass McLaren hier hinterher dugatzt. Spät eingelenkt, musste auch ein bisschen die Lenkung aufmachen. Wir sind mit dem Purple Sektor im Mittelsektor zurück und drücken hier mittlerweile an. Pierre Gasly ist so ein bisschen der Bremsklotz, das zu Unwohlsein. Wir gehen hier ganz, ganz aggressiv rein. Und jetzt ist es Logan Sargeant, der hier vor uns ist. Jau, das war eine ganz, ganz later Move. Aber man muss sagen, das war alles noch im Rahmen des Machbaren. Weil Hamilton eben die Tür offen gelassen hat. So ein Millimeterchen mussten wir da wirklich mit Brechstange fast reingehen. Aber es ist gelungen. Wir sind auf P10 und ja, jagen Logan Sargeant im Williams auf 9. Das ist auch eine interessante Sache. Die Williams sind beide in den Punkten, beziehungsweise einer von den beiden Williams kämpft sogar da vorne ums Podium und der andere ist auf dem 9. Platz und beide Mercedes sind außerhalb der Punkte. Das ist schon eine verrückte Formel 1, in der wir uns hier befinden tatsächlich. Also ich habe keine Ahnung, was das zum Bedeuten hat, aber es ist auf jeden Fall sehr weird. Hier aus Ascari raus, ja, da verlieren wir ein bisschen Zeit auf Logan Sargeant. Ich versuche natürlich auch die Batterie so ein bisschen mir einzuteilen, weil auf der Geraden bekomme ich das DRS und jetzt sind wir tatsächlich hier wieder einmal mehr unter Druck. Ich versuche hier Trick Nummer 17, keine Ahnung, wie ich sagen soll. Ich gebe Russell jetzt mal Grid Position mäßig den Platz, aber gönne mir dadurch das DRS und wir sind sogar ohne dem DRS schon neben ihm hier und Bro, lass ein bisschen Platz. Du siehst ja, dass wir auch hier kommen und das gehen wir wieder als Zehntplatzierter Richtung Turn 1. Und da vorne hat sich eine Riesengruppe gebildet in Form von den ersten vom 3. Platz bis zum 9. Platz. Da gibt es ordentliche Fights, ordentliche Ellbogen Rosswerfer. Aber wir müssen hier tatsächlich den Fokus bewahren und ich muss mich wieder ins DRS-Fenster von Logan Sargeant arbeiten. Das hat ein bisschen Zeit gekostet gegen die Mercedes, aber es reicht. Wir sind jetzt wieder hier bei 8 Zehntel dran und in der Mittel-DRS-Zone sind wir jetzt auch wieder hier tatsächlich auf DRS drauf. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Lewis Hamilton ist nicht im DRS und auch George Russell nicht. Die sind gerade mit sich selbst ein bisschen beschäftigt. In Ascari rein, der Exit muss jetzt hier sitzen, dann könnte es eventuell ein leichter Rutscher, genau mitten in der Kurve. Das kostet wieder ein paar Zehntelchen oder Tausendstel und da vorne, da wird schon ausgeschert. Da wird tatsächlich schon hart gefightet. Ellbogen sind draußen und wir können nur zuschauen. Wir müssen uns da noch ein bisschen näher dran arbeiten. Ich glaube aber auch tatsächlich auf Start und Ziel könnte es reichen, um uns jetzt hier mit der DRS-Hilfe ein bisschen näher an Sergeant Logan hier dran zu sorgen. Reicht es auch, um uns hier... Nein, nie im Leben. Nie im Leben reicht es. Oh mein Gott, wie eng geht's hier bitte zur Sache. Pierre Gasly, Lando Norris, Max Verstappen. Alle großen Namen sind, okay, großen Namen, aber alle Namen sind hier vergeben. Und wir gehen jetzt hier rein, in die Parabolika, mit einer Divebomb, keine Berührung. Sargeant hat gar nicht damit gerechnet und wir übernehmen den 9. Platz. Gönnen uns auch das DRS und vielleicht reicht sogar noch ein bisschen weiter nach vorne zu kommen. Da kommt der Konter und wie kann der bitte so schnell sein? Wie bist du, okay, ich habe das DRS nicht bekommen, aber es reicht trotzdem hier mit einem, ich glaube, Norris werden wir nicht bekommen, nein. Aber das war jetzt auch nicht meine Intuition, Norris hier zu bekommen. Vielleicht reicht es ihm hier ein bisschen mit ERS und ja, mit der Beschleunigung. Und dank Windschatten Richtung Variante. Jo, wir probieren es an der Innenseite, an der Außenseite. Dann werden wir in Turn 2 an der, also beim Eingang,
an der Innenseite, also in der zweiten Kurve von dieser Schikane. Und es hat tatsächlich funktioniert. Wir sind auf dem achten Platz und jetzt läuft es wie am Schnürchen. Einer nach dem anderen lässt hier tatsächlich seinen Kopf rollen. Es wird eine harte Sache werden, sobald wir einmal kein DRS mehr bekommen, weil dann sind wir auf uns alleine gestellt und der Hintermann halt hat immer den riesen Vorteil des DRS und der ist halt hier in Monza signifikant. Max Verstappen, Pierre Gasly, ich fahre hier Ascari schon ein bisschen quer und das sieht halt auch Norris, der macht den Druck wieder höher, der dreht die Schrauben an und wir müssen hier hoffen, dass sich das ausgeht mit dem DRS und das reicht. Wir waren in DRS-Messpunkt drinnen. Max Verstappen jagt Pierre Gasly. Ich hoffe, das kann noch ein bisschen länger dauern, weil wir haben ja schon eine Sekunde hier jetzt schon Rückstand. Also ich hoffe, das reicht, um uns hier immerhin dran zu sorgen. Aber der ist halt verdammt schnell. Max Verstappen, sau schnell. Esteban, beide Alpine in den Top 6. Also for real, wem wollte hier Hops nehmen? Was ist denn das für eine komische Season hier? Sechste Runde und da sehen wir das Ganze gegen Sargent. Wir waren hier im, ja, eigentlich guten Slipstream drin. Ich hätte es auf der Geraden vermutlich auch geschafft, aber ich dachte mir so, ja, da waren wir locker hinten und wir gehen hier mit der Dive Bomb rein. Es war eigentlich ein dummer Move, weil dadurch musste ich halt auch auf der Geraden wieder zurückstecken. Also das war jetzt nichts mit intelligentem Fahren. Ich wollte einfach so schnell wie möglich an Sargent vorbei, weil ich auch gesehen habe, da vorne geht es zur Sache. Und wir haben beide den Flügel offen. Wie ist das denn possible überhaupt möglich? Wir springen also hier in Runde Nummer 8 und wir sind deutlich näher an Max Verstappen dran und Pierre Gasly leidet hier gerade einen Motorschaden. Habe ich auch schon lange nicht mehr so knapp vor mir gesehen. Das könnte hoffentlich vielleicht süchtiger gehen, das wäre cool. VSC wäre auch geil. Dadurch, ja, jetzt sind wir an der Box vorbei, jetzt wäre es nicht mehr so cool. Also ihr wisst, was ich meine. Das wäre natürlich nur cool, wenn es uns was bringen würde. Max setzt jetzt hier den Move gegen Esteban Ocon an und ich kann da auch ebenfalls nur zugucken. Es reicht auch nicht, um mich hier noch so ein bisschen in diesen Fight mit einzumischen. Ich gucke da mal zu, hoffe, dass ich das DRS bekomme und wir werden in der nächsten Runde vermutlich stoppen. 10 Runden mit dem weißen Reifen, das ist eindeutig machbar. Wir saugen uns ja langsam aber sicher an Esteban Ocon dran, aber ich will ihn hier eigentlich nur, ja, die Verwarnung gibt es tatsächlich, die habe ich mir verdient, gelbe Flagge und wir covern so ein bisschen. Da vorne hat sich jemand verbremst, hat aber, glaube ich, keine Strafe gegeben. Wir covern so ein bisschen die halbe, ja, Lobby da vorne ab. Vielleicht ist auch ein Undercut drin gegen den ein oder anderen Piloten da vorne. Jetzt also der Pitstop. Jungs, bitte vermassel das nicht. Ich drücke uns die Daumen. 2,3 Sekunden. Und warum müssen wir so lange warten? Wegen Esteban Ocon tatsächlich, der sich hier mit der schnellsten Rennrunde begnügt hat. Jetzt ist auch Lando Norris durchgeschlüpft. Kein Plan, wo der war. Ich glaube aber, der war knapp hinter uns. Und der hatte einen tollen Pitstop. Jetzt ist auch Lewis Hamilton mit dieser Wartezeit hier. Wir sorgen uns an Lando Norris dran. Der, oh mein Gott, was macht Norris denn hier? Der zieht dann einfach mal richtig rüber und will Sargent hinten drauf fahren. Das ist eine ganz, ganz makabere Situation hier gewesen. Also ich weiß nicht, was Norris' Plan war. Es war eindeutig sehr gefährlich. Aber hätte mir ja jetzt auch nicht viel gebracht, aber das ist, glaube ich, ein weirder Bug von der KI, oder? Kann das sein, dass das ein Bug ist, dass die da probieren, den Slipstream mitzunehmen, weil es denn nicht viel bringt? Wir blicken noch einmal auf die Replay in der Runde Nummer 7, jetzt in der 11. Runde. Wir haben hier tatsächlich, yo, da fliegt aber nur der Dreck, da zieht sich innen schon einmal der Mercedes ran an mich und da haben wir ihn ja dann auch in der letzten Kurve ziehen lassen. Jetzt sind wir also, ja, bereinigt. Einer war noch an der Box und da vorne fliegen die Trümmer. Da wird es ganz, ganz eng und wir müssen uns das angucken. Gleicher Fail wie bei Norris und der reißt sich den Flügel runter. Carlos Sainz hier tatsächlich zieht rüber und fährt da volle Karache hinten dem Red Bull drauf. Also, was das für ein neuer Fail hier ist von der KI, ich weiß es nicht, aber das schaut mir nicht gerade gut aus.
Da fliegt das Endblade vom Frauenflügel. Nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut, meine liebe KI. Und da bezahlt auch Sans direkt dafür mit, ja, Durchreichung. Der ist langsam in den Kurven, der verliert hier an Zeit. Und ja, ich merke es auch. Hier, guckt euch das mal an, wie wir hier drankommen. Jetzt sind schon nur mehr 1,3 Sekunden. Und der kommt auch nicht mehr ganz mit dem Tempo der vorderen Leute mit. Hier beim Anbremsen kommen wir näher. Und es sind nur noch 1,1. Und die 1-Sekunde-Marke ist gleich nach der zweiten Lesmo geknackt. 8 Zehntel. Und hier Richtung Ascari. Täuschen wir links an, gehen rechts vorbei. Und das war's mit Carlos Sainz. Geschichte, leider. Ich meine, das ist natürlich schade für ihn. Der war weit vorne. Wir übernehmen hier damit den 6. Platz. Und da vorne geht's auch wild hin und her zwischen Esteban Ocon und Max Verstappen. Die beiden geben sich's davor noch richtig live. Aber ja, das kann uns nicht viel zu interessieren. Carlos Sainz übernimmt hier. Charles Leclerc übernimmt die schnellste Rennrunde. Geht Sainz nochmal in die Boxen? Nein. Der hat aber jetzt schon 1,6 Sekunden abreißen lassen und wird jetzt auf der Geraden vermutlich von George Russell vernascht werden. Und, na, reicht doch, reicht nicht ganz, oder? Reicht das? Doch, ist schon vorbei. Ein Dreierkampf da vorne zwischen Verstappen, Perez und Ocon. Und ich reibe mir hier tatsächlich schon virtuell die Hände, stellt es euch vor, denn es könnte hier tatsächlich, wir könnten der lachende Vierte sein, denn wenn wir, ja, Ocon wird hier abgedrängt von Perez und wir nutzen die Gunst der Stunde und machen hier mit einem Switchback aus Kurve Nummer 4 den, ja, auf den Move gegen Ocon, Leute, das ist P5 und wir sind von 17 gestartet. Ab in die 13. Runde. Wir haben hier jetzt auch die Race of Sergio Perez. Es reicht hier, um auf der Geraden an ihn dran zu kommen. Und wir scheren an die linke Seite aus. Wer bremst später? Ja, wir übernehmen auch hier den 4. Platz. Leute, wir sind von P17 gestartet. Und jetzt einfach schon auf dem 4. Platz. Der 3. wäre cool, aber ich glaube tatsächlich, dass wir uns jetzt eher verteidigen müssen. Weil es jetzt auch mit dem DRS eine schwierige Sache werden wird. 3 Runden sind es noch zu gehen und ich bin verdammt gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. Okay, du holst den Wagen vor dir ein, aber denk dran, dass wir das Rennen mit diesen Reifen zu Ende fahren müssen. Sensoren zeigen uns merkwürdige Daten an. Das muss dich nicht beunruhigen. Es sind nur fehlerhafte Daten. Mach einfach weiter so. Ich sage Bescheid, falls wir echte Probleme bemerken. Wir geraten zunehmend unter Druck durch Sergio Perez tatsächlich. Den, ja, da bremse ich mal kurz ab. Gönn mir das DRS für die Geraden, weil ich muss mit solchen Methoden hier arbeiten. Es sind nur 1,6 Sekunden. Der Charles Leclerc ist wirklich einer der ärmsten des heutigen Rennens. Der hat über weite Teile des Rennens geführt, muss jetzt die Führung an Williams-Pilot Alex Albon abgeben. Es ist so weird tatsächlich. Und nun kämpft er auch noch gegen Max Verstappen um den 3. Platz. Ja, ich gönne es natürlich beiden, aber Leclerc ist halt schon eine arme Sau, wenn man das hier so will. Er hat halt nur den ersten Martin und ich hoffe, die fighten noch ein bisschen länger. 1, 2 hin und her noch und wir könnten hier tatsächlich noch einmal so ein bisschen der Nutznießer sein. Vielleicht, aber nur vielleicht könnte es hier reichen. Wir blicken noch einmal auf die Replays. Runde Nummer 18, weit draußen, wir haben das hier schon gesehen, war ich bei Ascari. Da schert Perez aus und ich denke mir so, ja gut, wenn du dich schon anbietest, hier das DRS mir zu spenden, dann nehme ich das auch dankend an. Aber auf der Geraden war er dann doch verdammt schnell, ohne DRS-Hilfe, war der fast an uns vorbei, bis auf ein paar Tausendstel. Wir gehen hier in die Parabolika rein. Nein, wir mussten abreißen lassen. Es ist absolut unmöglich gewesen. Wir haben hier einen Sieger namens Alex Albon. Leclerc wird Zweiter und wir verpassen nur knapp das Podium. Und das, obwohl wir vom P17 gestartet sind. Ihr könnt euch wirklich vorstellen, wie ich mich hier komplett in den Arsch beiße tatsächlich. Wenn ich im Qualifying ein bisschen weiter vorne gewesen wäre, wäre heute der Sieg eventuell sogar drin gewesen. Aber das weiß man die Freunde nicht. Was für ein Tag für Alex Albon. Das ist der Sieg. Und was für einer.
Nun, am Ende hat sich alles zum Guten gewendet, aber wie wir wissen, war es kein einfacher Start, Sascha. Es war kein leichter Tag, aber ich denke, es zeugt von großer Stärke, wenn man einen solchen Tag übersteht und trotzdem einen Sieg einfährt. Und da sind sie schon. Ich freue mich immer besonders, wenn die kleinen, die unabhängigen Teams Erfolge erzielen. Williams hat so eine lange Formel-1-Geschichte und das ist immer besonders schön, sie oben auf dem Podium zu sehen. Was für ein sensationelles Rennen tatsächlich. Auf P4 beenden wir das Ganze. Ich bin mein persönlicher Drive of the Day. Also mit der Pace habe ich echt nicht gerechnet. 12 Punkte nehmen wir hier mit. Und in der Weltmeisterschaft schlagen wir auch noch Perez, den wir ein paar Punkte abknüpfen können. Wir sind immer noch sensationell auf dem 3. Platz. Und in der Konstrukteurs-WM ebenfalls auf P3. Nur 30 Punkte hinter den Zweitplatzierten. Auch mein Teamkollege P15, starke Leistung, der ist vom 22. gestartet und das zeigt auf jeden Fall erstens mal den Aufschwung des Audi-Teams, aber vor allem auch, dass die Entscheidung, sich für Piastri zu entscheiden, eine richtig, richtig gute Entscheidung war. Ich hoffe, ihr seid mir da der gleichen Meinung. Morgen oder übermorgen geht es dann nach Aserbaidschan, Baku. Das wird auch eine ganz interessante Sache. Da freue ich mich auch immer wieder drauf in der Aero-Paket. Wir haben hier ein bisschen Kohle, können wir uns da irgendwas leisten? Ich meine, upgrade-technisch, wir schauen jetzt schon ein bisschen stabil aus, sind bei Antrieb das zweitbeste Auto und auch bei Chassis, glaube ich, sind wir hier, aber Aerodynamik, sind wir nur noch Vorletzter. Also der Aufschwung ist eindeutig zu sehen. Für heute war es das aber mal. Falls ihr nichts mehr verpassen wollt, rund um die Audi-Karriere oder auch rund um die Formel 1, schaut gerne auf Instagram, auf TikTok vorbei und abonniert hier gern kostenlos den Channel. Bis morgen oder später und ciao.